Weiter geht's. Jetzt ist es soweit. Wir bauen unsere erste Hütte. Da müssen wir erstmal wieder. Moment. Falscher Knopf. Da tauschen wir diese. Vielleicht liegt es auch einfach an der Angel, dass der hier nichts fängt. Die Angel austauschen gegen die Schaufel. Und dann. Der Baum hier hinten steht sehr günstig. Der wirft einen schönen Schatten hier hin. Deswegen würde ich sagen, observieren wir erstmal das Land. Moment, ich stelle mich mal kurz so hin, dass wir gerade stehen. Wie sieht es denn aus? Wir brauchen eine Fläche von 4x4. 7, 1, 7, 7, 5. Das ist mir schon ein bisschen hoch. Das ist ein Unterschied von 1,0. Das würde eine Weile dauern, bis wir das bearbeitet haben. Wie sieht es denn hier vorne aus? Da sieht es doch hier eigentlich ganz gut aus. Wir haben hier 6,2, 6,2, 6,3. Da würde ich sagen, nehmen wir einfach dieses Quadrat, diese 4x4. Dann steht er halt ein bisschen dahinter, das ist nicht weiter schlimm. Und wir fangen mit dem an. So. Wäre nicht schlecht, wenn man sich hier jetzt einfach in dem Modus noch ein kleines Gitternetz anzeigen lassen könnte. Und zwar müssen wir wieder Flatten Ground wählen. So. Dann fangen an zu schichten. Gut, jetzt müssten wir eigentlich, genau, das erste Feld, das haben wir jetzt und von dem Feld aus geht es jetzt einfach weiter. Da können wir eigentlich die hier schon mal glätten und wie gesagt, wenn ihr das Gelände auf ein Niveau bringen wollt, auf eine Höhe, dann immer direkt vom ersten grünen Feld aus anfangen und nicht von irgendeinem anderen weißen, sonst verändert sich das Gelände. Wenn wir jetzt nochmal gucken. Jetzt haben wir zwei grüne. Hier kriegen wir gleich das dritte, weil die schon dieselbe Höhe haben, die wir brauchen. Und zwar, wir brauchen 1, 2, 3. Dann machen wir das Feld und dann das dahinter gleich noch. Und man erkennt das auch direkt daran, dass sich der Skill rechts unten im Fenster erhöht, er allerdings nichts abgetragen hat an Erde. So. Dann hier noch. Jetzt wird er hier allerdings, glaube ich, die 30 Erde verbrauchen. Genau, jetzt hat er das erstmal angehoben auf das Niveau der ersten drei Felder von gerade eben. Und jetzt macht das gerade. Genau. Jetzt sollten wir schon die ersten vier Felder haben. Sehr gut. Wir sehen das auch hier vorne. Das wird dann schön angehoben. Das wird dann eine schöne Fläche. So, machen wir hier oben weiter. Dauert ein bisschen, wenn man das System erstmal verstanden hat, ist es relativ simpel und wenn man natürlich mit 10, 12, 20, 64 Leuten auf dem Server spielt und man sich da abspricht, welche Felder wie gebaut werden, dann kann man das auch relativ zügig vollbringen, die ganze Sache. Moment, jetzt habe ich gerade nicht drauf geachtet. War es das jetzt schon? Ja, das war schon. Wie sieht es denn im Inventar aus? Das ist ein. Na, Mensch, der packt das einfach hier irgendwo hin. Dann lieber ein Inventar mit Plätzen, die festgelegt sind und nicht so ein loses. Das war auch nicht schlecht, aber. Wenn man da bestimmte Plätze hat, wo man das hinpacken kann. In einem Gitternetz nochmal alles abgetrennt, gefällt es mir eigentlich besser. So, wir haben nochmal 30 ausgehoben und jetzt müssten wir es eigentlich gerade kriegen. Genau. Genau, sehr gut. Hier hinten müssten wir jetzt 1, 2, 3 mal was abheben. Das
werden wir allerdings, glaube ich, nicht schaffen, denn das Inventar ist voll. Deswegen gehen wir hier runter und glätten erstmal die nächsten drei Felder, denn hierfür brauchen wir was. Und ich sehe gerade hier drüben, können wir auch direkt anschließend machen, denn die sind schon auf dem gleichen Niveau, die müssen nur noch geglättet werden. Schade, man könnte natürlich auch direkt aus dem Menü arbeiten, das geht allerdings auch nicht. Ein bisschen schade. Das war's schon. Okay. Weiter. Wenn es nur noch geglättet wird, dann geht das auch relativ zügig. Wie ihr seht. Stimmt, wir mussten das ja erst eins anheben. Deswegen hat er das jetzt erstmal hingeschaufelt. Ich habe mich gerade vertan. Genau, das hat die 90 Erde, die wir hatten, für die drei Felder aufgebraucht. Ist aber nicht so schlimm. Und habe ich gerade auf dem richtigen Feld gestanden? Ja, Gott sei Dank. So, du noch, dann das Feld dahinter und dann können wir links die drei Felder bearbeiten. So, das war das Feld von eben. Das hier noch gerade machen. Das müsste direkt auch gerade gehen. Oder? Ja, genau. Hier ist die Steuerung in dem Modus, genauso wie im normalen Modus mit Tab, ändert ihr das Verhalten des Spielers. Beziehungsweise das Umsehen. Die Maus freigeben mit Tab und wieder den Charakter bewegen. So, gehen wir zurück. Das Feld haben wir. Das Feld. Dann könnten wir, glaube ich, mit dem weitermachen. Ja. Okay, hier muss erstmal was abgehoben werden. Weiter. Jetzt müsste es auf einer Höhe sein und jetzt müsste der das Feld angleichen. Genau. So, das haben wir. Ich würde trotzdem immer noch mal sicherheitshalber kurz reingucken, ob das alles so hinhaut. Wenn man nachher aus Versehen auf einer anderen Ebene weiterarbeitet, wenn man einfach bloß einen Schritt vergessen hat zwischendrin, dann ist das ärgerlich. Deswegen sicherheitshalber einfach noch mal nachschauen. Das dauert ja nicht lang. Das hat keine Ladezeiten, beziehungsweise Wartezeiten wie alles andere in dem Spiel. So, das müsste sich jetzt auch erledigt haben. Und für das letzte Feld nochmal dasselbe. Nochmal zweimal. Wie viel Platz haben wir denn noch im Inventar? Das, ja, das müsste reichen, um das letzte Feld dann hier links schräg von uns bearbeiten zu können. Nummer 1 und Nummer 2. Du hier musst ein paar Mal abgehoben werden. Dreimal. Ich glaube, das reicht allerdings nicht mit. Das geht sich nicht überein mit unserem Inventarplatz. Hören wir mal sehen, wir bekommen eine Fehlermeldung, wenn wir zu viel. Ah doch, müsste gehen. Müsste gehen. Der sammelt ja nur 30 von diesen in der Erde ein. Und keine 60, wie ich gerade im Kopf hatte, oder 50. 60 waren Clay und 50 Steine beim Minenbau. Genau. Und das war's dann schon.
Unser 4x4 Feld ist fertig. Und jetzt würde mich mal kurz interessieren. Wo ist denn der Unterschied zwischen den beiden Häusern? So. Das sieht so aus. Und das andere... Halt, das war verkehrt. Ja, da hat mir eigentlich das von eben besser gefallen. Dann nehmen wir das auch. Ich würde es aber ein bisschen drehen. Dass der Eingang hier vorne ist. Und dann passt das auch wieder gut mit unserem Ofen. Das Menü sieht so aus, als ob hier hinten mehr wäre. Ist es aber nicht. Können wir es vielleicht noch ein bisschen drehen? Ne, da bräuchten wir dann die Felder, die uns jetzt gelb markiert werden, noch dazu. So, okay. Haut das so hin. Dann setzt das mal. Setz mal das Grundgerüst. Das Grundgerüst sieht auch spitzenmäßig aus. Hätte ruhig ein bisschen mehr sein können. Es ist nicht nur ein Schild wie bei den anderen kleinen Sachen. Es ist schon ein bisschen mehr. Aber wirklich nur ein bisschen. So, was brauchen wir denn dafür? Ah, okay, dafür brauchen wir Ton und 5 Building Logs. Die bekommen wir, wenn wir Bäume fällen. Dafür brauchen wir erstmal eine Axt. Und die 150 Clay, die holen wir uns direkt im Sonnenuntergang, im Tongraben. Nicht schlecht. Ich gehe mal hier hinten hin. Hier möchte ich erstmal die Erde loswerden. Weg damit. Weg damit. Das brauchen wir alles nicht. So. Waren das 150 oder 160, die wir brauchen? 150? Genau, 150. Dann holen wir uns genau 150. Denn wie gesagt, den Rest können wir leider nirgendwo lagern. Deswegen besorgen wir uns genau die Anzahl an Clay, die wir benötigen. Und immer mal wieder auf die Ausdauer schauen. Je mehr dabei sich trägt, desto schneller geht die Ausdauer flöten. Aber die lädt sich schnell wieder auf. Der regeneriert sich ganz gut. Und hier steht noch unser kleines Beutelchen. Kriegen wir hier noch... Kriegen wir hier noch Clay raus? Das wäre natürlich eine ganz große Klasse. Wenn sich dieses kleine Areal nicht ganz so schnell erschöpft. So, 60 haben wir. Noch zweimal und dann können wir 30 wieder zurückkippen. Dann kommen wir genau auf 150. Nochmal 60 Clay. Gut, 120. Das gefällt mir jetzt eigentlich, dass wir schon unser erstes Gebäude bauen. Halt, 30 lassen wir zurück. Zack. Zack. Weg damit. So, und wieder zurück zur Baustelle. Also hier... Ach, ich gehe jetzt weiter. Wieder die komischen Geräusche. Ja, der Sternhimmel zeichnet sich langsam ab. Und rein damit. 150 haben wir da. Wird hier noch nicht angezeigt, ist aber nicht so schlimm. Und jetzt brauchen wir noch 5 Building Logs. Dafür brauchen wir
Erstmal eine Axt. Erstmal eine Axt. Eine Axt kriegen wir wie? Ah, da fehlen uns wieder die Pflanzenfasern. 2 Stück brauchen wir. Gut, die können wir noch schnell besorgen. Die liegen ja hier praktisch direkt vor der Haustür rum. 2 Stück sollte schnell gehen. Nicht so wie bei den 30. Das hat ungefähr 12, 13 Minuten gedauert, bis ich die vorhin zusammen hatte. So, Nummer 1. Und noch ein weiteres. Und es ist schön, wie es einfach bei so viel freiem Platz sich über ein anderes Item lagert. Nichts gefunden. Na los, mach hin, bevor die Sonne ganz weg ist und du gar nichts mehr siehst. Ja. So. Axt. So, mit der Axt können wir jetzt schon ganz kleine Bäume fällen. Da ist er. Ach komm, pack das Ding da unten rein. Können wir uns dann eigentlich auch hier noch ein kleines Lagerfeuer irgendwo hinstellen? Was haben wir? Die Axt haben wir, genau. Und zwar können wir, dadurch, dass wir das schon weit über 30 haben, haben wir das freigeschaltet und wir können Rinder bekommen und kleine Bäume fällen. So. Und ich zeige euch direkt noch, welche kleinen Bäume das sind. Das sind die hier. Das sind diese kleinen Softwood-Bäume. Die können wir fällen, aber erhöhen damit natürlich den Skill. Allerdings haben wir da nichts davon. Der fällt um und das war's. Und verschwindet gleich. Das heißt, wir können damit erstmal nichts weiter anfangen. So. Das ist keiner von den kleinen. Wir können allerdings noch was anderes machen. Get a Bark. Das ist jetzt schon ein größerer Baum. Den schalten wir ab 30, glaube ich, frei. Ab Skill Level 30. Das müssten wir auch gleich erreichen. Denn am Anfang, da gehen die Skillpunkte noch sehr schnell. Können wir nochmal ein Stück Rinde bekommen von dem kleinen Baum? Eigentlich ist hier noch genug dran. So. Nehmen wir hier auch nochmal ein Stück Rinde. Und zwar, wir brauchen Skill Level. Wo ist es? Skill Level 60. Oh, ne. Ich glaube, das haut jetzt gerade nicht so hin. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass wir eigentlich diese Bäume mit Skill Level 30 können wir nicht fällen. Geht nicht. Geht nicht. Schade. Doch, die Bäume können wir fällen. Genau. Ah, ich sehe gerade, es ist ein Apfelbaum. Dann gib uns doch gleich nochmal ein paar Äpfel. Dann fällen wir den Baum noch. Und aus dem kleinen Stamm, der dann übrig bleibt nach dem Fällen, können wir unsere Dinger raussägen. Und wie schon gesagt, sägen brauchen wir noch eine Säge. Achso, es gibt nichts weiter zum Ernten. Sehe ich gerade. Egal, machen wir noch schnell. Was ist denn das für ein Apfelbaum? Inspizieren wir den mal. Wir brauchen die wahrscheinlich einfach noch, um zu wachsen. Egal, dann fällen wir den noch kurz. Zack. Also die Animationen gefallen mir. Da fällt er um. Und hinterlässt hier diesen Baumstamm. Und jetzt steht hier 3 verschiedene Dinge. Können wir uns raussägen. Ein Billet, ein Board, ein Building Lock. Die Building Locks brauchen wir.
Je nach Größe des Baumes, den wir gefällt haben, desto mehr können wir da rauslegen. Aus dem kommen höchstens 2 Building Logs raus. Und wir können auch ganz cool das Teil anheben. Das sieht dann so aus. Da trägt das auf dem Rücken. Ganz cool gemacht. Und ist dabei arschlangsam. Aber wir können erstmal das Teil mit zum Lager schleppen und uns dann um eine Säge kümmern. Ah, komm, Opi. Gib ein bisschen Gas. Geht nicht. Man kann, wenn man so einen Baumstamm auf dem Rücken hat, logischerweise nicht springen und auch nicht rennen. Ich glaube, der verflucht uns jetzt schon ein bisschen. Aber es ist eine ganz gute Idee. Und dann, wenn wir das ablegen wollen, einfach auf eine freie Fläche im Boden Drop-Down klicken. Und dann kann man sich auch hier auswählen, wo das landen soll. Man kann die auch höher legen, um das wahrscheinlich später einfach auf irgendwelche Dinge zu platzieren. So, und hier können wir es dann später auch wieder die Sachen raussägen, die wir brauchen. Das machen wir allerdings beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin.